Al-Masri hat natürlich eine ganz schreckliche Geschichte erlebt, weil niemand glaubte ihm. Man hat in der Boulevardpresse als Lügner und Manipulator betitelt. Und nur nach Monaten und Jahren hat die Staatsanwaltschaft endlich erkannt, dass die Geschichte wahr ist. Sie möchten eine Erklärung und eine Entschuldigung. Die soll man Ihnen geben. Können Sie das nicht tun? Nein, mir ist das per Gesetz verboten. Es geschah in Ihrer Amtszeit. Ich kann ihm sagen, dass ich persönlich nichts damit zu tun hatte. Ja, wie das? Sie haben die CIA damals geleitet. Kein Kommentar. Es ist alles viel komplizierter. Ich möchte gern darüber sprechen, darf aber nicht. Okay. Warum? Ich möchte nicht vor Gericht enden. In Washington haben jetzt die Demokraten die Mehrheit im Kongress. Sie stellen Fragen. Es gibt viele stark zensurierte CIA-Akten. Jede enthält eine eigene Version. Das Chaos wird immer schlimmer. Viele der Aktionen nach dem 11. September muss man anschauen. Es wird Kommissionen und Prozesse geben. Die Gefangenen von Guantanamo werden sich Anwälte nehmen. Was wird mit Ihnen? Sie waren der Boss in Europa. Bis jetzt gibt es noch keinen Haftbefehl für mich. Bis jetzt? Ja. Sind Sie besorgt? Nein. Wer also hat letztlich die Verantwortung? Der Präsident ist der Präsident. Ich werfe der Administration vor, dass sie eine Atmosphäre aus Wut und Rache geschaffen hat. Der Stab sollte die Verantwortung tragen. Die Leute aber haben sich so verhalten, dass man die Ereignisse nicht direkt auf sie zurückführen kann. Das ist nicht richtig. Sie leugnen? Im Klartext, sie leugnen alles. Heute landen die CIA-Jets nicht mehr auf Mallorca. Sie kommen nicht mehr nach Europa, weil wir in unserem Netzwerk alles verbreiten. Wir berichten, wenn ein neues Flugzeug landet. Es waren 16 verdächtige CIA-Flugzeuge. Vielleicht fliegen sie jetzt nach Marokko oder Algerien. Wir wissen nicht, wohin. Die Transporte gehen jetzt in andere Länder. Nach letzten Berichten nach Äthiopien. Es gibt auch Gerüchte über ein neues Gefängnis in der Wüste von Marokko. Die USA haben ihre Hilfe an Marokko verachtfacht. Wir fangen immer mehr Terroristen. Die Notwendigkeit des Geheimdienstes, von ihnen Informationen zu erhalten, wird umstritten bleiben. Aber das CIA-Programm zur Befragung von Terroristen ist wichtig, um weiterhin Leben zu retten. Menschenrechtler haben 20 entführte Gefangene identifiziert, die verschwunden sind. Wohin? Es wird alles gut werden. Wir müssen das untersuchen, dann wird alles ein bisschen klarer. Dann werde ich nicht so schlecht dastehen, wie ich es heute bei Ihnen tue. Khaled El-Masri legte in einem Kaufhaus Feuer und wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Er hatte einen totalen Zusammenbruch.